dieser Fachsession. Ich freue mich, mit Ihnen in den nächsten 20 Minuten einige Aspekte von Best Practices von Ausschreibungsunterlagen anzuschauen. Und zwar, warum sind Ausschreibungsunterlagen wichtig? Wie ist bei der Ausschreibung vorzugehen? Also welche Sachen muss man besonders beachten? Anschließend möchte ich ausgewählte Qualitätsmerkmale mit Ihnen ansehen und dann kommen wir auch schon zu den Schlussfolgerungen. Erstens, warum sind Ausschreibungsunterlagen wichtig? Den Ausschreibungsunterlagen kommt im Rahmen einer Ausschreibung eine zentrale Rolle zu. Ganz nach dem Motto, so wie man sich bettet, so liegt man dann schlussendlich auch. Weshalb? Die Ausschreibungsunterlagen enthalten die maßgeblichen Verfahrensbestimmungen. Sie bilden damit die Grundlage für ein strukturiertes Verfahren. In den Ausschreibungsunterlagen werden die das Beschaffungsobjekt und die Eignungskriterien festgehalten. Sie bieten damit die Grundlage für einen Anbieter, dass er überhaupt ein Angebot einreichen kann. Es stellt sich dadurch schon die Weichenstellung, ob jemand ein Angebot einreicht, ob es in einer genügenden Qualität kommt und ob es überhaupt ein interessantes Angebot wird für den Kunden. Dies wiederum beeinflusst die Wahlmöglichkeit des Kunden, sich für einen bestimmten Realisierungspartner entscheiden zu können. Die Ausschreibungsunterlagen enthalten weiter zahlreiche Regelungen, welche anschließend Basis des abschließenden Vertrags bilden. Dieser Vertrag kann unter Umständen eine sehr lange Zeitspanne umfassen, wenn man eine mehrjährige Zusammenarbeit anstrebt. Es lohnt sich also dort ein gewisses Augenmerk auf die vertraglichen Bestimmungen schon im Rahmen der Ausschreibung zu setzen. Wenn man zum Beispiel ein Entwicklungsprojekt nimmt mit einer anschließenden Wartungsbetriebsperiode, dann kann sich das schnell über mehrere Jahre erstrecken. Zusammenfassend kann damit gesagt werden, eine klare, transparente und inhaltlich vollständige Ausschreibung legt den Grundstein für ein strukturiertes Verfahren und ein erfolgreiches anschließendes Projekt. Was ist bei der Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen zu beachten? Man könnte hier gleich wohl auch andersrum fragen, was kann man tun als Kunde, damit eine Ausschreibung sicher scheitert und auch das nachfolgende Projekt. Man kann zum Beispiel einen Schnellschuss starten, jetzt beschaffe ich mir irgendetwas. Man kann die Ausschreibung ganz allein in einem stillen Kämmerlein machen, selber etwas schreiben, ohne jemanden einzubeziehen. Man kann sich für irgendein Verfahren entscheiden, ohne dass man berücksichtigt, wir haben es vorher gehört, die Schwellenwerte. Also die Checkliste müssen sich beliebig verlängern. Hat auch der Beauftragte der deutschen Bundesregierung hat so eine Checkliste veröffentlicht, die geht locker über 4 Seiten. Also von Kunden, von Anbietern, was man alles in einer Ausschreibung und in den Ausschreibungsunterlagen falsch machen kann. Aber vergessen Sie das gleich wieder, das ist nicht relevant. Wir kommen jetzt zu den Sachen, die wir gut machen können, von denen wir selber etwas beitragen können, damit eine Ausschreibung gelingt. Eine Ausschreibung beginnt immer mit einer gründlichen Vorbereitung, mit einer vertieften Marktanalyse und der Erarbeitung eines Anbieterprofils. Weiter ist im Zusammenhang mit der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Disziplinen, also zwischen den Fachspezialisten, ITs, zwischen Betriebswirtschaften, Organisationsfachleuten und natürlich last but not least auch mit den Juristen sehr wichtig und wertvoll. Und zwar, dass diese verschiedenen Leute schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt zusammen am gleichen Tisch sitzen. Insbesondere der organisatorische Aspekt geht sehr rasch und oft vergessen. Also das Dreieck Mensch, Technik, Organisation. Wenn man zum Beispiel eine neue Software erschafft, muss man sich sofort die Frage stellen, wird die Software auf die Prozesse angepasst oder werden die Prozesse innerhalb eines Unternehmens auf die Software angepasst? Das ist ein kritischer Pfad, der schon sehr früh entschieden werden muss, wie man dort vorgehen will, weil sonst ist das Fiasko eigentlich auch schon vorprogrammiert. In formeller Hinsicht, wir haben es gehört, vor allem die Wahl des richtigen Verfahrens wichtig. Also die beste Ausschreibung nützt Ihnen nicht, wenn Sie sie freihändig machen und eigentlich eine Veto-Ausschreibung machen müssten. Neben der Wahl des richtigen Verfahrens sind noch weitere Punkte zu berücksichtigen, die ich mit Ihnen gerne mit dem Titel Qualitätsmerkmale von Ausschreibungen erörtern möchte. Und zwar einerseits die formellen Aspekte, dann sage ich da die optimale
genaue Beschreibung des Beschaffungsgegenstandes, dann die individuelle Gestaltung von Eignungs- und Zuschlagskriterien und am Schluss noch die vertraglichen Grundsätze. Wichtig und abschließend zu dieser Folie möchte ich noch sagen, man muss einfach beachten, Ausschreibung ist nicht gleich Ausschreibung. Es macht einen eminenten Unterschied, ob Sie eine Technik einfach einkaufen oder beschaffen oder ob Sie ein Entwicklungsprojekt starten und durchführen. Ein Qualitätsmerkmal für eine Ausschreibung kann sein, dass keine Beschwerde eingeht gegen die Ausschreibung. Bei Nichtbeachtung von Submissionsbestimmungen kann ein überlegender Lieferant eine Beschwerde erheben, und zwar beispielsweise gegen die Ausschreibung selbst oder auch gegen den Zuschlag im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens. Unter Umständen kann es dann sein, dass im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens die Ausschreibung blockiert wird. Also man hat dort unter Umständen einen gewaltigen Zeitverlust. Dann kann es aber auch sein, dass wenn die Beschwerde erfolgreich ist, dass die ausschreibende Behörde das Verfahren nochmals durchführen muss oder dass sie einen bereits erteilten Zuschlag aufheben muss und das Verfahren neu starten muss. Aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen natürlich ein totales Desaster, einmal aus finanziellen Überlegungen, dann, wie ich schon gesagt habe, zeitliche Überlegungen und dann natürlich, was man auch nicht vernachlässigen darf, das Reputationsrisiko für die ausschaffende Behörde, wenn sie da wahrscheinlich publikumsträchtig ein solches Verfahren unterbinden muss. Beschwerden haben oft ihre Grundlage in einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebots oder des Transparenzgebots. Ein möglicher Grund für eine Beschwerde kann beispielsweise die berühmte Vorbefassung sein. Also ein Anbieter muss ausgeschlossen werden, wenn er in maßgeblicher Weise zu einem konkreten Projekt, also zu einer konkreten Ausschreibung beigetragen hat, dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangt hat, den man aber nicht auf andere Weise wieder gut machen kann. Also es ist durchaus möglich, dass man zum Beispiel mit der Zurverfügungstellung von Vorarbeiten, von Unterlagen an alle Anbieter diesen Mangel wieder ausgleichen kann. Oder auch zum Beispiel durch den zeitlichen Aspekt, dass man jemanden genügend Zeit einräumt für eine Offerte, dass er genügend Zeit hat, sich vorzubereiten für eine Offerte. Auch sachfremde Eignungs- und Zuschlagskriterien können ein beschwerter Grund sein. Beispielsweise, wenn man ein Qualitätsmanagementsystem verlangt für die einfache Beschaffung von standardisierten Gütern, das wäre in keinem Verhältnis. Oder auch, wenn man Referenzen zu einem Projekt verlangt, das gar keinen Zusammenhang hat mit dem zur Ausschreibung stehenden Projekt. Das wäre auch etwas, das nicht aufgehen würde, das dann sachfremd beurteilt würde. In den gleichen Topf könnte man auch werfen, wenn die Vergabestelle zum Beispiel die Voraussetzung setzt, dass sie frühere Zuschläge an den gleichen Anbieter zur Voraussetzung macht für einen Erfolg. Also einen Zuschlag, das soll es auch schon gegeben haben. Weiter dürfen in diesem Zusammenhang auch die zusätzlichen Kriterien erarbeitet werden. Also die einmal definierten Kriterien sind fix, also man darf dann nicht im Rahmen der Offerte plötzlich sagen, das möchte ich auch noch gerne und das auch noch, das kommt sicher nicht gut. So, dann kommen wir zur optimalen Beschreibung des Beschaffungsgegenstandes als weiteres Qualitätsmerkmal. Wenn der Kunde einmal seinen Beschaffungsbedarf geklärt hat, so ist er im besten Fall in der Lage zu sagen, was er braucht und kann seine Anforderungen spezifizieren. Also er kann zum Beispiel sagen, ich brauche die und die Ergonomie-Messwerte, Performance-Kriterien festlegen, er kann Skalierbarkeiten definieren. Also das sind Sachen, die er dort eigentlich sagen können müsste. Strikt nach den Normen erfolgt diese Festlegung in einem Lastenheft. Also manchmal sehe ich dann große Augen, wenn der Begriff Lastenheft kommt, weil eigentlich kennen wir das meistens unter dem Begriff Pflichtenheft. Aber dort ist eine klare Trennung, das Lastenheft, wie es auch unter Hermes funktioniert und auch nach den Normen des Deutschen Instituts für Normenwesens, ist das Lastenheft auf den Kunden ausgerichtet. Er sagt, was er will und zu welchem Zweck. Und der Lieferant macht gestützt darauf das Pflichtenheft, indem er die Realisierungsvorgaben, also unter welchen Umständen er diese Anforderungen realisieren kann, festlegt. Die Begriffe Lastenheft, Pflichtenheft, Spezifikation werden manchmal nicht so stark getrennt. Sie fließen ineinander über, was daher auch Ursache von Missverständnissen sein kann unter Umständen.
Manchmal sagt aber ein Kunde gar nicht, was er braucht, sondern er sagt ihm das Ziel, zum Beispiel bei der funktionalen Ausschreibung. Eine solche funktionale Ausschreibung ist ganz klar zulässig, kann vielleicht in Einzelfällen sogar Sinn machen, wenn man zum Beispiel danach ein Dialogverfahren durchführt, wo man dann die Anforderungen mehr spezifizieren kann. Sie hat jedoch auch gewaltige Nachteile. Einerseits die Vergleichbarkeit der Offerten, die sehr stark leidet bei einer funktionalen Ausschreibung, dann die Kosten, die ungleich höher sind zu einem anderen Verfahren und nicht zuletzt auch die vertraglichen Aspekte, die dann auch schwieriger sind zu reden, wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich reden soll als Jurist. Wenn wir nun glücklich definiert haben, was wir brauchen, geht es noch darum, einzuschränken. Weil was wir brauchen, ist nicht das Gleiche, was dann in den Lieferumfang einfließt. Und dort ist eine Gefahr, die ich auch gelegentlich wieder gesehen habe, dass dann auf der Hintertür durch das Projekt versucht wird, gewisse Anforderungen wieder einfließen zu lassen, die man eigentlich vorher ausgeschlossen hat. Das braucht dann eine gewisse Konsequenz und Linientreue und auch die Wahrnehmung der Führungsverantwortung durch die Linienvorgesetzten, dass solche Erweiterungen, sage ich mal, der Vergabe nicht stattfinden. Ist die Beschaffung, also der Beschaffungsgegenstand einmal definiert, sind Änderungen nur unter sehr einschränkenden Bedingungen mehr möglich. Und grundsätzlich nach der Offerte öffnen nicht mehr zulässig. Eine Flexibilisierung kann beispielsweise durch den Einsatz von Optionen entstehen, beispielsweise Optionen für Folgebeschaffungen, indem man sukzessive Lieferungen vorsieht von gleichen Anbietern für einen ähnlichen Gegenstand. Eine Option kann aber auch ein Mittel gegen eine Kostenexplosion sein, indem man beispielsweise zuerst nur einen kleinen Grundauftrag vergibt, zum Beispiel für ein Detailkonzept und den Rest dann in die Option packt, nicht, dass jemand kommen kann und sagt, ich habe nicht gewusst, was der ganze Umfang ist, sondern dass man das eigentlich so schön trägt. Die Einfügung von Sonderstellen in Projekten kann generell eigentlich Sinn machen, also allenfalls vertragsrechtliche Überlegung heraus. Man sollte immer wieder quasi ein Fallback-Szenario identifizieren, auf das man zurückgreifen kann, wenn das schief gehen sollte. Dann kommen wir zu den individuell abgestimmten Eignungs- und Zuschlagskriterien, die ebenfalls ein Qualitätsmerkmal einer Ausschreibung sein könnten. Mit den Eignungskriterien will man die Antwort finden auf die Frage, kann der Anbieter dieses Projekt, diesen Auftrag wirtschaftlich, finanziell und technisch überhaupt durchführen. Eignungskriterien können beispielsweise sein Referenzen, also Referenzangaben von Personen, es können auch Referenzprojekte sein, es kann Ausbildung, Erfahrung sein von eingesetzten Personen, je nachdem eben, welche Eigenschaften genau für dieses Projekt zentral sind. Zuschlagskriterien sind demgegenüber angebotsbezogen. Sie dienen der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots. Die Zuschlagskriterien sind verbindlich im Inhalt und dann je nach Kanton auch in der Reihenfolge oder in der Gewichtung, können also nicht mehr geändert werden. Sonst landen wir dann rasch wieder bei den Beschwerdegründen, da schließt sich der Kreis. Zuschlagskriterien können beispielsweise sein der Erfüllungsgrad, also in fachlicher, betrieblicher Hinsicht, dann weiter auch das Lösungskonzept, es können Schlüsselpersonen sein. Die Qualität des Angebots, das man vorliegen hat, kann zum Beispiel durch den Einsatz von Präsentationen validiert werden. Dort sollte man einfach darauf achten, dass man nicht die Verkäufer an den Tisch kriegt, sondern dass man wirklich die Fachspezialisten dann am Tisch hat, die etwas, ich sage jetzt nicht substanzielles, aber etwas anderes zum Angebot beitragen können, als das ein Verkäufer wahrscheinlich würde. In diesem Zusammenhang noch kurz eine Bemerkung zur Doppelprüfung, also zur Prüfung von Eignungskriterien und Zuschlagskriterien und beiden Aspekten. Die Rechtsprechung steht auf dem Standpunkt, dass eine solche Doppelprüfung der Mehreignung nicht unzulässig ist. Ausgeschlossen ist sie bei den Kriterien, seid nicht logisch, bei den Eignungskriterien, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Also es müssen Eignungskriterien sein, die graduell beurteilt werden. Beispielsweise Referenzen können so ein Kriterium sein, Ausbildungen können so ein
Kriterium sein, das zweimal berücksichtigt wird in der gleichen Ausschreibung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, muss in den Ausschreibungsunterlagen entsprechend verwerbt werden, zum Beispiel als Prüfung unter weiteren Aspekten, die man offenlegt, dass ein Kriterium bei Eignungskriterien und Zuschlagskriterien geprüft wird. Das Zuschlagskriterium schlechthin ist der Preis. Dabei gilt, je komplexer ein Vorhaben, eine Ausschreibung ist, desto geringer ist die Preisgewichtung. Ein Minimum gilt dort nach Bundesgericht von 20%, das immer berücksichtigt werden muss. Dieses Minimum ist aber nur bei sehr komplexen Projekten angebracht. Also ich weiß, IT-Vorhaben sind meistens komplex, aber für diese Hürde braucht es ein wenig mehr, muss ich sagen. Im Schnitt dürfte wahrscheinlich so zwischen 40% und 60% angebracht sein als Kriterium für den Preis, wenn es nicht wirklich etwas außerordentlich ist. Dann kommen wir zu einem weiteren Qualitätsmerkmal, zur Berücksichtigung der vertraglichen Aspekte. Das Wort Vertrag hat sehr viel zu tun mit sich vertragen. Ein guter Vertrag soll nämlich sicherstellen, dass die Parteien möglichst nicht vor Gericht landen mit diesen Anliegen. Ein guter Vertrag ist das Ergebnis von Vertragsverhandlungen. Wir haben das auch gehört, Vertragsverhandlungen sind sehr wichtig. Sie haben immer etwas Heilsames an sich. Vertragsverhandlungen bringen immer Klarheit. Also die Punkte kommen auf den Tisch, die Parteien setzen sich gegenüber, jeder weiß genau, was er kriegt und was nicht. Und im Angesicht dieser Sachlage können dann wirtschaftlich adäquate Risikoverteilungen vorgenommen werden. Also es geht dann wirklich nicht darum, dass man irgendjemandem eine Klausel unterschiebt, weil das fliegt irgendwann ein. Weil man begegnet sich immer zweimal im Leben. Deshalb ist es besser, wenn man dort eine partnerschaftliche Lösung findet. Vor Gericht ist es dann eine andere Sache. Also braucht es auch andere Leute, die das betrifft. Was sind nun die Besonderheiten eines Vertrags im Zusammenhang mit einem Submissionsverfahren? Wir haben ein stark normiertes Verfahren mit sehr starren, engen Regeln und dann landen wir plötzlich beim Vertrag, der eigentlich sehr offen sein sollte und dann kommt manchmal das ganz große Staunen, was man dann noch ändern kann, einfließen lassen kann. Weil die einmal gewählten Parameter sind verbindlich, Anpassungen sind fast nicht mehr möglich. Dann haben wir das kantonale Verhandlungsgebot und auch wo ein Verhandlungsgebot nicht greifen würde, ist die Verhandlungsposition des Kunden eigentlich im Zeitpunkt des Zuschlags, also der Zuschlag erfolgt ist, alles andere als gut, weil da hat man auch keine Optionen mehr groß zu verhandeln. Der Beizug eines Juristen kann viel bewirken, aber in diesem Zeitpunkt ist er ganz klar zu spät. Da kann er keine Mittel mehr bewirken. Was lässt sich daraus schließen? Die Berücksichtigung der vertragsrechtlichen Aspekte rückt damit auf einmal ganz an den Anfang des Ausschreibungsverfahrens. Die möglichst frühzeitige und umfassende Berücksichtigung der vertraglichen Grundlagen ist ein wichtiger Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen. Es gibt die Möglichkeit, dass man Muster beilegt der Ausschreibung, also Vertragsmuster, wie das zum Beispiel der Bund macht. Wenn man nur AGBs beilegt, beispielsweise die AGB SIK, ist das sicher ein wichtiger Schritt, aber es reicht bei weitem nicht aus, weil dort wichtige vertragsrechtliche Fragen nicht enthalten sind, nicht geregelt sind und auch nicht geregelt werden können, weil es ja AGBs sind. Welche Punkte müsste man insbesondere klären? Ich greife hier nur ein paar heraus. Beispielsweise, was bildet den integrierenden Bestandteil des Vertrags? Also wir haben einmal sicher Lastenheft, Pflichtenheft, dann gibt es aber noch weitere Grundlagen, beispielsweise die AGB ISDS, also die Datenschutz-, Informationssicherheitsgrundlagen, Geheimhaltungserklärungen, können Projekthandbücher sein. Das ist ein ganzer Strauß, der vorher geregelt werden muss, was wollen wir überhaupt alles in den Vertrag packen. Dann die Mitwirkungspflichten des Kunden, also dass eine klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten stattfindet. Dass man möglichst eine abschließende Aufzählung vorweisen kann, was der Kunde noch machen muss und was eben nicht. Nicht, dass dann die Anforderungen kommen, ja, wir haben gemeint, du machst das, weil das gibt immer wieder unschöne Diskussionen. Dann gehört ebenfalls dazu die Terminplanung mit der Vereinbarung von verbindlichen Meilensteinen, unter Umständen auch mit der Verknüpfung mit Konventionalstrafe, wenn diese nicht
erreicht werden. Dann sehr wichtig, ein Projekt, adäquates Test- und Abnahmeverfahren mit den Abnahmekriterien, das auch sehr viel vergessen geht im Rahmen einer Ausschreibung und dann eigentlich nachgeliefert werden muss. Die Folgen der Mängel, die müssen dort auch geregelt werden. Was passiert, wenn die Abnahmekriterien nicht erfüllt werden? Dann, was auch noch wichtig ist, Anpassungsklauseln. Es liegt in der Natur der Sache, dass gewisse Anpassungen noch möglich sein müssen. Allerdings dürfen diese nicht erheblich vom Zuschlag abweichen, denn in diesem Fall müsste fast eine Publikation eine freihändige Vergabe werden, wenn man wirklich wieder auf das Ganze zurückgeht und dort maßgebende Änderungen macht. Dann auch noch wichtig, der Vertragsdauer. Bei Dauerverträgen, diese dürfen nicht auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. Also es ist beispielsweise möglich, eine gewisse Mindestlaufzeit zu vereinbaren, dann eine automatische Verlängerung, beispielsweise mehr als ein Jahr, aber eine ganze Maximaldauer muss auch vereinbart werden. Und diese könnte beispielsweise bei 5 Jahren liegen. So, damit kommen wir schon zu den Schlussfolgerungen. Ausschreibungen sind immer für alle ein äußerst anspruchsvolles Vorhaben. Sei es für den Kunden, dann aber auch für die Berater, die den Kunden betreuen und schlussendlich auch für die Anbieter. Fachliche Anforderungen und vertragliche Regelungen bilden dort eine Einheit in diesem Zusammenhang. Und wie überall im Leben, es besteht immer die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Beispielsweise bei der Ausschreibung durch eine breite Abstützung durch den Einbezug der notwendigen Fachpersonen. Das wäre es gewesen. Wenn Sie aus meinen Ausführungen einige Hinweise oder Anregungen für Best Practices entnehmen konnten, dann habe ich hoffentlich mein Lastenheft einigermaßen erfüllt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.